und willkommen zu unserem Bauvlog. Ich bin Megan, komme aus Kanada, aber ich wohne hier in Deutschland mit meiner Familie und ja, wir haben ein ganz besonderes Projekt jetzt vorgenommen. Wir haben ein altes Haus gekauft und wir wollen es sanieren. Aber es ist nicht nur ein altes Haus, die stand die letzten 30 Jahre leer und da ist schon wirklich viel geschehen in der Zeit. Und ja, ich denke, das wird spannend. Da ist alle Menge Sachen zu tun. Alles muss saniert werden. Geht natürlich los mit Entkernung. Und das ist nicht nur dem Haus. Wir haben ein Grundstück dazu, fast 9000 Quadratmeter. Freut uns riesig. Das ist ja so ein bisschen wie Kanada, ein bisschen weitfleckig. Allerdings, auf dem Grundstück ist noch eine große Villa, die ebenfalls der ganze Zeit leer stand. Also, das Haus ist schön, lässt sich so ein schönes Familienhaus machen. Das Villa ist eher eine Ruine. Auf jeden Fall, da fangen wir jetzt mit dem Haus an und nehmen wir euch gerne mit. Und voilà, hier ist es, unsere zukünftige Familie zu Hause. Da ist schon viel zu tun. Aber komm, lass uns mal reinschauen. Okay, wir sind gerade die Haupteingang reingekommen. Und das erste Geschoss war damals Ferienzimmer. Das sind 4 Zimmer. Jeder Zimmer hat sein eigenes kleines blaues Badezimmer. Und ja, wie man sieht, ist wirklich alles noch total voll. Da ist so viel DDR-Möbel und ich meine, das sind Bücher ohne Ende, das sind Schränke mit perfekt gebügelter Kleidung noch drin hängen. Da haben wir viel zu entdecken und viel auszuräumen. Hier ist sogar der Frühstücksmenü. Interessant. Genau, also es ist schon sehr eckig. Die sind ganz kleine Eingangsräume überall. Wir würden viele Wände entfernen müssen. Noch ein Bad. Dieses Zimmer hat ein kaputtes Fenster, aber es ist glücklicherweise schon zugedeckt und alles trocken geblieben. Hier kommt Zimmer Nummer 3 von 4. Ja. Also die Wollleute schon drin, haben ein bisschen was kaputt gemacht, aber auch nichts Gravierendes. Hier sieht es echt schön aus. Ja, haben wir eine total schöne Terrasse und einen schönen Garten und das wird eine Freude, wenn wir das alles eingerichtet haben. Okay, so zurück zum Haupteingang. Mein Fahrrad und der letzte Zimmer. Ja, und der letzte Badezimmer. Tja, ich denke, unsere erste Aufgabe ist natürlich erstmal Möbel ausräumen. Hier sieht man von der anderen Seite des Hauses ebenfalls Bäume und Feld und keine Nachbarn. Ja. Einfach Platz. Okay, lass uns gleich weitermachen. Wir gehen nach oben. Das sind das Treppenhaus, so das kleine Vorhaus, die man sieht. Hier sehen wir die Straßenseite. Und ich denke, diese Etage wird letztendlich eher der Wohnetage. Unten kommen die Schlafzimmer. Und hier das erste kleine Zimmer, also ist viel unentschieden, ob das mal ein Büro wird oder vielleicht mal Stauraum. So, pass auf, hier kommt der schrecklichste Teil vom Haus. Das ist diese morsche Dachecke. Sieht wirklich sehr schlecht aus, ist alles morsch, schon eigenes runtergefallen. Allerdings, der Dachdecker hat gesagt, kein Kopf, das ist wirklich eine isolierte Stelle, lässt sich gut reparieren. Also, hoffen wir, dass er recht hat. Machen wir ein bisschen weiter hier. Das war der ehemalige Küche. Noch alle die alten Geräte stehen. Oh, wieder das Gartenblick. Ich kann kaum warten bis Sommer, wenn alles grün ist und blüht. Jawohl. Und der letzte Zimmer, wahrscheinlich das schönste Zimmer. Tja, und hier geht die Arbeit schon los. Das kleine Wand kommt raus. Hier sieht man durch das Fenster die kaputte Villa. Das schauen wir ein bisschen mehr an später. Tatsächlich spannend da drin. Okay. Are you having fun? Okay, wir sind zurück im Treppenhaus. Mal zur Orientierung. Genau. So, hier ist die Etage, wo wir gerade waren. Und hier geht es nach oben zum Dachgeschoss. Es wird gleich dunkel, aber das sind zwei kleine Fenster oben. Hoffentlich können wir da was sehen. Jawohl. Also hier ist der große Esser. Die hat 4 Zügen und die würden wir weiter
hin benutzen. Alles hier ist relativ trocken und eigentlich echt schön. 4 Meter hoch bis zur Spitze. Genau, hier ist noch eine Esse. Die würden wir aber komplett zurückbauen durch alle Etagen. Und hier ist so ein Stützbalken. Die haben schon manche Wände von unten entfernt. Brauchen wir auf jeden Fall einen Statiker, der uns ein bisschen erzählen kann, was hier wirklich los ist. Was man machen kann. Schauen wir zu der anderen Seite. Ja. Genau. Alles trocken und fit, der Dachgeschoss. Also sind wir echt glücklich damit. Und hier sieht man echt schlecht über der Kammer, aber da ist ein ziemlich großes Ecke hier hinten. Ich weiß nicht, ob das mal ein Sitzecke wird oder so. Ist irgendwie auch ein cooler Platz. Also hier ist ein besonderes Ding. Ich denke, so ein Überlauf für die ehemalige Heizung. Und das ist an diese andere Esse angebunden, die schon mal von der Dach zurückgebaut wurde. Also natürlich kommt das alles raus. Genau, noch ein Fenster. Und ja, voilà, so ist es. Okay, und hier sind wir im ehemaligen Heizungsraum. Ja, das Haus war damals mit 2 großen Kohlofen geheizt, sieht man hier. Der kleine haben wir heute in Betrieb genommen, sozusagen. Haben wir ein bisschen Feuer hier unten drunter. Kriegt man ein bisschen wärmer jetzt im Haus. Und ja, das muss aber selbstverständlich alles rausgeschnitten, rausgeschafft. Unser kleinster Arbeiter, das ist Noah und Lenny. Genau, das war der Kohllager. Oh je, es ist ganz schön dunkel. Naja, man sieht die 2 Lichtstellen. Die sind eigentlich so Schachteln, die nach außen gehen. Man hat damals die Kohle gleich im Haus reingeschaufelt. Ja, riesige Wasserpuffer muss natürlich auch in Stücken geschnitten, rausgeschafft. Das Haus hier war so der Verwaltungshaus für die Villa. Und das sieht man hier, wo die Heizungsrohre rausgehen. Die laufen dann unterirdisch und die Ofen hier hat die Villa auch entsprechend geheizt. Okay, lass uns ein bisschen weiterschauen. Ich will gar nicht wissen, wie viel das Ding wiegt hier. Okay, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Wir schauen zurück an den Heizungsraum, wo wir die großen Baulichter haben. Und ja, hier sind die Treppen nach oben. Die kommen gleich raus bei den Haupteingang. Und hier sind die restlichen Kellerräume. Da ist wirklich alles feucht hier. Da ist kein Boden sozusagen, nur die Steine direkt in die Erde gelassen. Ein paar Fenster haben wir schon. Mehrere alte Geräte, natürlich alles, was wir entsorgen müssen. Schauen wir auf die andere Seite, ist auch eigentlich nichts Besonderes halt. Ist ein Stauraum, aber ja, je mehr man schaut, je mehr man sieht, was man alles tun muss. Das hier oben war ehemalig eine Stahlbalken. Nichts Tragendes, hat halt die Fensterplatz freigehalten, aber die plättert weg. Also wird alle Fenster ersetzt sein müssen. Und ja, das ist wirklich nicht so einfach. Die Wand ist tatsächlich feucht. Also würde man wirklich einen anständigen Trockenlegen-Prozess brauchen. Das war ungefähr die erste Woche. Als wir endlich fertig waren mit das ganze Müll und Möbel ausräumen, unser Haufen an der Straße war ungefähr 4-mal so groß wie das, was man in der Video sieht. War ganz schön zu tun. Muss ich aber eins sagen, hauptsächlich für meinen Papa, wer sich natürlich immer Sorgen macht. Wir haben ja den Schornsteinfeger schon da gehabt, bevor man überhaupt was angefangen hat mit Feuer oder Anzünden. Haben wir die Esse, war schon mal geprüft und das Ofen ebenfalls.
Also, gehen wir alles dort ganz korrekt und vorsichtig dran. Nächste drauf, da schauen wir ein bisschen hinter unsere Wände und genau, hoffen wir, dass nichts dort los ist. Keine schlechten Überraschungen, aber würden wir mal sehen. Plan ist mal so jeder 1-2 Wochen neues Vlog zu posten. Also gern mal abonnieren, mal liken, mal kommen mit für unser Abenteuer und ja, schauen wir, was auf uns nächstes zukommt.